Eine dramatische und zugleich kuriose Rettungsaktion verlangt nun Christoph Breuer und Isabel Telly alles ab. City 304 für Berliner kommen. City 304 hört. Fahrt zur chirurgischen Praxis Rosina in der Blücherstraße 118. Anruferin Frau Reuter meldet ein dringendes Hilfeersuchen. Ja, Blücherstraße, wir fahren zur chirurgischen Praxis. Bei einem Kreuzberger Schönheitschirurgen ist ein Mann ausgerastet. Abgesetzt wurde der Notruf jedoch nicht von Praxismitarbeitern, sondern von einem Ehepaar, das seine minderjährige Tochter dort vermutet. Schönen guten Tag. Ich will jetzt von meiner Tochter. Hallo, 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 schönen guten Tag. Was soll das? Hey, hey, doch nicht. Was ist denn los hier? Der ist völlig am Ausrasten. Um das zu klären, ich nehme mal an, Sie haben uns angerufen. Ja, das ist ja eine Patientin von uns. Die darf nicht. Okay, und die Patientin ist jetzt gerade hier? Ja, die liegt im OP. Und Sie arbeiten hier? Ja, ich bin eine Sprechstundenhilfe. Okay, das verstehe ich. Da werden wir gleich. Die Herrschaften haben uns gerufen, das sind die Eltern. Die lassen uns hier nicht rein. Einen Moment. Die Herrschaften haben uns gerufen, weil ihre Tochter noch minderjährig ist und sie möchten rein, weil sie auch keine Einverständniserklärung ausgeteilt haben. Darf ich bitte mit meiner Kollegin erstmal zu Ende sprechen? Sie beruhigen sich, wir sind ja da. Die Zeit läuft aber. Die Zeit läuft. Ich weiß nicht, was. Läuft die Operation schon oder was? Ich weiß es nicht, aber die Tochter ist von uns hier und wir müssen jetzt hier rein. Habe ich es richtig verstanden, dass die Tochter operiert werden soll? Ja, und sie hat, ich habe das Bild gesehen bei Facebook. Da die Mutter der Jugendlichen keine Ahnung hatte, was ihre Tochter hier vorhat, hat sie entsprechend aufgeregt reagiert, als sie dieses Foto von ihrer Tochter erhalten hat, was ihre Tochter vor einem Schild zeigt, wo plastische Chirurgie draufsteht. Und da hat sie natürlich entsprechend reagiert und ist sofort hierher gefahren. Einen Moment, bitte, wir kommen gleich zu Ihnen. Aber ich darf eigentlich nicht. Es wäre aber sinnvoll, das ist total egal. Weil hier geht es schließlich darum, wenn Ihre Tochter jetzt operiert wird. Ich gucke mal. Ja. Okay, wollen Sie bleiben Sie bitte hier, zeigen Sie mir. Dann klopfen Sie mal bitte an und sagen: Hallo, 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 hallo. Bitte tun Sie mir einen Gefallen. Ich verstehe Sie, aber klopfen Sie bitte an. Ich möchte reinkommen, ich möchte mit dem Doktor reden. Wir wollen unsere Tochter sehen. Die OP muss notfalls unterbrochen werden. Wir wollen jetzt unsere Tochter sehen. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Okay. Bleiben Sie bitte einen Schritt zurück. Ich will das. Ich bin ruhig, aber ich will jetzt meine Tochter sehen. Das kann ja wohl nicht sein. Können Sie bitte jetzt erstmal ein Stückchen beiseite gehen? Ja? Schönen guten Tag, die Polizei. Ich würde Sie erstmal bitten, sofort aufhören mit den Maßnahmen, weil wir hier ein Problem haben mit der. Ich will jetzt nicht näher kommen. Vielen Dank. Ja, Sie unterbrechen jetzt aufgrund meiner Anordnung sofort diese OP, weil wir hier erstmal was zu klären haben, ob das alles rechtmäßig ist. Ja? Das ist was ist mit der Dame? Sie, ja, das ist die Patientin. Ja, schläft sie schon? Ist sie schon in Narkose? Ich hole ihn kurz ins Bewusstsein. Ja, machen Sie das mal. Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, jeder Eingriff am Körper vom Arzt beinhaltet eine Körperverletzung. Ob die nun erlaubt ist oder nicht, das entscheidet natürlich immer der Patient. Auch wenn die Tochter hier operiert werden will, ist aber noch nicht volljährig, bedarf es also hier in dem Fall einer Einverständniserklärung der Eltern. Die liegt nach Angaben der Eltern nicht vor. Somit sind wir hier im Rahmen einer Straftat und müssen sofort handeln und haben dementsprechend auch sofort gehandelt. Also es handelt sich erstmal hier nur um eine Narkose und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Meine Frau muss sich aber wenigstens mal um sie kümmern. Ich will sie dann gehen Sie. Ja, ich komme gleich zu Ihnen. Ja, ich verstehe Sie vollkommen. Aber ich habe hier einen Notfall. So, jetzt zeigen Sie mir mal bitte. Kommen Sie mal bitte mit. Ihre Frau ist ja bei Ihrer Tochter. Weiterhin war ja eine Dame mit im Raum, die sich also auch völlig echauffierte über eine Operation, die wohl schiefgegangen sei. Ich fragte sie dann, was los ist. Und dann hat sie gesagt, also sie hätte sich ja auch operieren lassen und ist mit dem Ergebnis ihrer Brustoperation also überhaupt nicht zufrieden. Übrigens, das ist der Herr, von dem ich auch die Einverständniserklärung bekommen habe. Lassen Sie ihre reine Arbeit machen. Gut, wer sind Sie jetzt? Ich bin der Freund. Was? Freund. Welcher Freund bist du denn? Hallo, hallo, hören Sie doch mal bitte auf. Ich kann Sie ja verstehen, aber es bringt nichts. Der Freund von der jungen Dame? Genau, von Niki. Und das ist deine Idee gewesen, oder was? Ja, ich werde Ihr Manager. Was bist denn du für ein Typ? Moment mal, es war Ihre Idee, dass sie sich operiert oder was? Habe ich das richtig verstanden? Gut, und Sie haben sie überredet oder hat sie das freiwillig gemacht mit der Operation? Naja, sie wollte es auch. Das glaube ich nicht. Das glauben wir nicht. Ja, das werden wir feststellen. Sie wissen aber, dass die Dame nicht volljährig ist, ne? Das ist die Einverständniserklärung der Eltern bedarf. Er meinte zu mir, wir brauchen keine Einverständniserklärung. Bleiben Sie doch mal bitte zurück. Nein, das habe ich gar nicht. Sie meint, wir brauchen keine. Der Schönheitschirurg behauptet, dass eine schriftliche Einwilligung vorliegt. Fakt ist aber, die Eltern wussten nichts von dem Eingriff.
Christoph Breuer und Isabel Telli fragen über die Leitstelle die Personalien des Arztes ab. Dann schauen Sie mal nach, weil ich habe das Gefühl, dass Sie gar keine Einverständniserklärung hier vorliegen haben. Und wissen Sie überhaupt, wie alt die junge Dame ist? Ja, sie ist nicht volljährig. Dann dürfen Sie nicht operieren, wenn Sie keine haben. CD 304 hört. Einen Moment bitte, ich muss mal kurz. Also die Person mononegativ, aber vorbestraft wegen Körperverletzung durch Todesfolge. Berolina, habe ich das richtig verstanden? Körperverletzung mit Todesfolge. Könnten Sie für uns mal eruieren, aufgrund wessen der Herr Hosina einer Körperverletzung mit Todesfolge gesessen hat? Vielleicht kriegen wir da nähere Informationen. Das wäre sehr nett, danke. Aber ich habe das ja auch alles gelernt. Okay, ja, wie gemeint. Ich bin mal hinten kurz, ja? Hallo! Du Mönchens! Hallo! Jetzt geht gleich mal drauf, Junge! Ich mach dich dran, oh, du kommst in den Platz! Jetzt ist Feierabend. Ich war die ganze Zeit ruhig mit Ihnen. Aber Sie können jetzt nicht den Merni noch angreifen. Na, der hat meine Tochter an so einen... Ich verstehe das Problem und ich bin auch komplett auf Ihrer Seite. Der muss sofort in den Knast, der Typ! Er kommt ja vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber deswegen sind wir da, um das zu klären. Aber Selbstjustiz geht gar nicht. Wenn Sie sich jetzt nicht benehmen, stelle ich Sie vor die Tür. Dann haben Sie nichts mehr verloren. Okay? Junge Dame genötigt. Wir sind hier, um die Sache aufzuklären, aber nicht hier laut schreiend und... Befinden sich eben... Ja, also... Kann man mit... Nee, nicht ja, also... Es ist doch nur... Ist sie jetzt wach? Ja, sie ist wach. Ich habe sie gerade schon angezogen. Hallo. Du bist Niki? Ja? Geht's dir gut? Wieder voll da, ja? Bei Bewusstsein? Wunderbar. Weißt du, was jetzt hier gerade passiert ist oder was gemacht werden sollte? Bauchspeicheln. Und das wolltest du? Das ist doch alles. War das in deinem Sinne? Mein Freund wollte das. Okay. Du bist aber wie alt? 17. Okay. Dann musst du eigentlich dafür die Einverständniserklärung deiner Eltern haben, ne? Aber mein Freund meinte, er erklärt das alles. Ja, gut, aber der ist da nicht berechtigt zu, ne? Du kannst damit auch. Deswegen haben wir dich jetzt erstmal wieder zurückholen lassen und deswegen, ne, wunder dich nicht, dass hier Polizei ist. Was ist denn das für ein Albtraum? Du kannst dich jetzt mal, vielleicht mal, wenn es der Kreislauf zulässt, steh ruhig mal auf, zieh dich erstmal an. Die OP findet hier heute definitiv nicht statt, ja? Okay? Ja, hier muss man leider sagen, war die junge Dame geistig noch nicht so reif, dass sie das für sich gemacht hat. Und das ist eigentlich traurig, wenn man irgendwelche Operationen schönheitstechnischer Art an sich vornehmen lässt, nur um irgendeinem anderen zu gefallen. Noch alarmierender ist eine Meldung, die soeben über Funk hereingekommen ist. Die Leitstelle hat herausgefunden, dass der vermeintliche Schönheitschirurg kein zugelassener Arzt ist und überhaupt nicht praktizieren darf. Entschuldigung, ich muss Sie mal ganz kurz unterbrechen. Meine Kollegin hatte was in der Hand. Können Sie mir das mal erklären? Weil wir haben gerade eine Information, dass Sie gar nicht befugt sind, als Arzt zu arbeiten, respektive als Chirurg. Hallo. Komm, reden hier. Kommen Sie bitte kurz her, dann zeige ich Ihnen dazu was. Aber wir haben uns gerade sachkundig gemacht. Also die letzte Chance, die Wahrheit zu sagen. Sieht schlecht aus, würde ich sagen, Herr Rosina. Ganz ehrlich, ich glaube, ich sage es auch gar nicht mal. Genau. Sie brauchen garantiert einen guten Anwalt. Brauchen Sie auch nicht. Sie kommen auf jeden Fall mit. Uns mit. Ja, um das mal abzukürzen. Ich habe ein Scheißgeld angezahlt, Mann! Hey. So, und wenn Sie sich jetzt nicht benehmen, kommen Sie auch mit, okay? Also wir haben natürlich auch die Praxis als Tatort schließen müssen, weil wir müssen rausfinden, anhand auch der Unterlagen, die hier vorhanden sind, wie viele Leute hat er denn überhaupt schon behandelt, respektive auch operativ behandelt. Also sprich Eingriffe an denjenigen tätet, obwohl er es nicht darf. Es geht natürlich auch ums Wohl der Patienten. Es war auch noch eine Patientin da, die sich über seine Künste beschwert hat. Das muss natürlich auch alles noch abgearbeitet werden. Sie bleiben erstmal bis zum Ende mit uns. Sie begeben sich bitte nochmal in gesondert ärztliche Behandlung, ja? So, sind jetzt alle draußen hier. Ich glaube, da kommt ja auch noch einer. Und noch einer. Wir sprechen uns übrigens auch noch mal. Die Ausweise habe ich ja noch. So, und Sie kommen jetzt bitte mit. Jetzt sind wir alle. Ich denke, im Nachhinein werden sich auch die Eltern noch mal mit ihrer Tochter unterhalten müssen. Denn hier in Abhängigkeit zu einem Mann, ja, zu so einem Eingriff zu greifen, ist schon tragisch und traurig. Sicherlich ist da noch mal Gesprächsbedarf. Dem falschen Arzt wird schon bald der Prozess gemacht. Da Wiederholungsgefahr besteht, muss er mit einer Haftstrafe rechnen.